Wo sind die Schulleiter? Die Schulleitung in Mötzingen verabschiedet sich, der Chefsessel bleibt unbesetzt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass das kein Einzelfall ist. Nachhaltigkeit leben. Was kann ich als Bürger tun? Antworten gibt es auf der Green World Tour Messe in Stuttgart. Und kleines Stadtderby. VfB Stuttgart 2 muss beim Heimspiel mit Auswärtskulisse rechnen. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zu wenig beschäftigte Lehrer, zu viele ausfallende Unterrichtsstunden. Damit sorgen die Schulen im Land momentan für Schlagzeilen. Doch auch bei den Schulleiterposten tun sich Lücken auf. Wir haben eine betroffene Schule in Mötzingen besucht und mal nachgehakt, warum auch hier der Chefsessel unbesetzt ist. Das sind Anne Schlegel und Susanne Klarholz. Die beiden Lehrerinnen unterrichten täglich in ihren eigenen Klassen und leiten die Grundschule in Mötzingen. Der Grund? Die ehemalige Rektorin der Grundschule, Anne-Dore Pflom, hat vergangenen September ihren Chefsessel aufgegeben. Seither herrscht hier die Interimsregierung. Auf längere Sicht eine hohe Belastung für die beiden Klassenlehrerinnen. Mit dem Bewusstsein, dass wir es jetzt einfach auf eine bestimmte Zeit nur machen, ist es für uns wirklich okay, interessant, herausfordernd und auch spannend. Aber auf Dauer schwierig. Und mit dieser Schwierigkeit hat man nicht nur in Mötzingen zu kämpfen. Vor allem bei den Grundschulen im Land häufen sich die vakanten Rektorenstellen. Im Regierungsbezirk Stuttgart beispielsweise sind aktuell 58 Grundschulen ohne Schulleiter. Das sind mehr als 10%. Doch warum ist das so? Den einen Grund gibt es nicht. Manchem Bewerber passt die Optik der Schule nicht, andere bemängeln die Lage. Dabei ist so eine Stelle doch ganz attraktiv. An der Grundschule Mötzingen gibt's für den Chefposten ein A13-Gehalt. On top eine Sekretärin, ein großes Kollegium und so viel Freizeit wie in keinem anderen Job. Das klingt eigentlich nach einem Volltreffer. Trotzdem ist die Schule in Mötzingen kein Einzelfall. Im gesamten Regierungsbezirk Stuttgart sind insgesamt 102 Schulen ohne Schulleiter. Mehr als die Hälfte der offenen Stellen entfällt auf die Grundschulen. Dabei gibt es laut Regierungspräsidium sogar mehr Bewerber als Stellen. Nur die müssen für das Besetzungsverfahren viel Geduld mitbringen. Wir sind daran gehalten, ganz bestimmte Schritte wirklich durchzuführen und auf Fristen abzuwarten. Wir haben einen großen Beteiligungsprozess in diesem Schulleiterbesetzungsverfahren und das braucht Zeit. Am Ende sind es viele Gründe, die einen Chefsessel in der Schule für lange Zeit unbesetzt lassen. Laut Huber kann das bis zu einem halben Jahr lang so bleiben. Da ist man in Mötzingen fast angelangt. Wie lange es noch dauert, bis hier wieder alles normal läuft, das weiß selbst die kommissarische Leitung nicht. Über das Verfahren können wir gar nicht so viel sagen, weil das eigentlich alles über Schulamt läuft und wir da gar keine weiteren Informationen dazu haben. Vorsichtshalber haben sich die beiden Klassenlehrerinnen aber mal auf mehr als nur ein halbes Jahr eingestellt. Wir haben für uns jetzt einfach mal so die innere Uhr auf ein Jahr gestellt, eventuell auch länger, aber ich denke, vorher ist es eher unwahrscheinlich, einfach weil das Verfahren lange braucht. Abwarten und weitermachen ist also die Devise in Mötzingen. Unterrichtsausfall steht deshalb aber nicht auf dem Plan. Und das ist vor allem dem Engagement der beiden Lehrerinnen zu verdanken. Eine Blutspur in Bezengried im Kreis Göppingen hat kurz für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei jetzt aber mitteilte, schließt sie menschliches Blut aus. In der vergangenen Nacht hatte eine Frau beim Gassigehen mit ihrem Hund die fast 40 Meter lange Spur entdeckt. Für die Ermittlungen setzte die Polizei einen Spezialhund und einen Hubschrauber ein. Beides blieb erfolglos. Nachdem alle Spuren ausgewertet wurden, gehen die Beamten davon aus, dass der Verursacher aus dem Tierreich stammt. Mit einer grünen Messe und jungen Forschern geht es jetzt bei uns weiter. Die Kurznachrichten. Nachhaltig leben. Unter diesem Motto hat heute die Green World Tour Messe eröffnet. Über 1000 Produkte werden in der Kulturhaus Arena in Stuttgart-Wangen präsentiert. Darunter auch afrikanische Kleider und Taschen aus biologisch angebauten Rohstoffen. Wir versuchen in Westafrika auszubilden und Ressourcen beizusteuern, damit sie ihre eigene Unternehmen gründen und Einkommen. Die Besucher können auch an verschiedenen Workshops teilnehmen und sich durch Essenstände aus der ganzen Welt probieren. Die Messe ist morgen noch einmal von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Wo genau rollt die Kugel hin? Mit dieser Frage beschäftigt sich Jugendforscher Jonas Geiser. Mit seinem Projekt Computergestützte Billardhilfe ist er einer von 12 Siegern beim Regionalwettbewerb Jugend forscht und Schüler experimentieren. Die Gewinner aus dem Raum Mittlerer Neckar haben sich damit für die nächste Runde, den Landeswettbewerb, qualifiziert. Insgesamt haben 90 Jugendliche ihre Projekte einer Jury präsentiert. Und jetzt gibt's wieder Klartext und voll auf die Gosch. Zuständig dafür ist bei uns ja immer freitags die schwäbische Hausfrau und die kann sich tatsächlich auch für Sport begeistern. Brigitte Wiebele im Olympiafieber. Sehen Sie selbst. Hallöle, hier ist wieder eure Brigitte Wiebele. Ich guck grad Olympia in Pyeongchang. Gesundheit. Neu, das ist nicht die neue Grippewelle, das ist Olympia in Südkorea. Ja, wir haben schon 13 Goldmedaillen, 7 Silbermedaillen und 5 Bronze und stehen weltmäßig an zweiter Stelle nach Norwegen vor USA und Kanada. Und dabei sind wir doch so ein Furzle als Land, gell? Tja, das ist schon mal eine Sache. Ich meine, ich persönlich mache mir aus Sport eigentlich nicht so viel, gell? Ach, ich war ja mal im Frauenturner. Da sind wir dann so am Rücken gelegen und sind so mit den Füßen in der Luft Fahrrad gefahren. Da habe ich mir einfach nachgelegt. Da hat mich die Frau gefragt, ja, warum machen sie denn nicht weiter? Dann habe ich gesagt, ah, ich fahre gerade bergab. Man muss halt wissen, wie man es macht, gell? Ja, immer dieses Hektische. Also Höhenflüge und Niederlagen, also die Olympischen Spiele, die bietet schon ganz viele Emotionen. Aber das kennt ja die schwäbische Hausfrau aus dem Alltag auch. Immer dieses hektische Rumgerenne, gell? Sport macht ja eigentlich bloß, wer sonst nichts zum Schaffen hat, gell? Schneeschuhlauf, Abfahrtslauf, Amoklauf. Die Welt sollte einmal zum Denken, Stande bleiben, Luft erhalten und den Verstand einschalten. So, das wäre mal eine Sache. Ja, und von wegen abnehmen, gell? Da reicht eine ganz kleine, einfache Gymnastik. Einfach ein bisschen den Kopf schütteln, wenn man dir was zum Naschen anbietet. So, und jetzt chill dein Leben. Bis nächste Woche, eure Brigitte Wiebele. Herzlich willkommen zurück. Morgen ist es soweit, das Stadtderby zwischen dem VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers. Leider nur die zweite vom VfB, leider nur die Regionalliga Südwest. Für die Kickers-Fans wird es trotzdem ein richtig heißes Spiel. Beim VfB spielt das Duell dagegen nicht die allerwichtigste Rolle. Samstag, 15.30 Uhr, TV-Live-Übertragung, Derby. Heimspiel. Was nach einem Festtag für den VfB 2 klingt, entpuppt sich beim genauen Betrachten als ziemlich triste Veranstaltung. Denn zeitgleich zum Stadtderby zwischen dem kleinen VfB und den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest spielen Mario Gomez und Co. in der Mercedes-Benz Arena vor knapp 60.000 gegen Eintracht Frankfurt. Da bleibt für den VfB 2 wenig Aufmerksamkeit. Ja, das war schon die vergangenen Jahre eigentlich immer so, dass sie an den gleichen Tagen gespielt haben, aber aus sicherheitstechnischen Bedingungen. Ja, und von daher sind die Spiele sind immer speziell, aber meistens nicht so, dass wir halt viel Unterstützung haben an den Spielen, gerade aufgrund dessen, dass wir zeitgleich spielen wie die erste Mannschaft. Das Heim- als Auswärtsspiel, damit muss eine zweite Mannschaft umgehen können. Seit Anfang Februar gibt es ja auch Klarheit über die Zukunft der Zweiten. Aus der U23 wird eine U21, die bestenfalls in der Regionalliga weiterspielt. Andreas Hinkel macht nach der Saison den 10-monatigen Lehrgang zum Fußballtrainer. Marc Kienle übernimmt die U21. Thomas Hitzelsberger ist ab sofort gesamtverantwortlich für das Nachwuchsleistungszentrum. Die Entscheidung ist gefallen, das ist gut. Und jetzt ist es kein Thema mehr und das ist das Wichtige. Jeder weiß, wie es jetzt weitergeht. Ja? Und jeder kann sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren und fokussieren wieder. Und das ist einfach hier im Training gut zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln und unseren Auftrag, den wir haben als zweite Mannschaft, auch Spieler weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und dann, wenn einer dabei ist, für uns umso besser, natürlich für unsere erste Mannschaft vorzubereiten. Damit die dann neue U21 auch wirklich in der Regionalliga Südwest starten kann, müssen noch ein paar Punkte her. Zu schwankend war die Leistung in dieser Saison. Nach dem Hinspielsieg gegen die Kickers wurde schon vom Aufstieg geträumt. Am Samstag beim Derby herrscht Abstiegskampf pur. Ich erwarte ein typisches Derby. Also wie gesagt, auch ein Live-Spiel. Das heißt, da werden alle motiviert sein. Ich denke, die Kickers, unsere Spieler. Und das wird ein hitziges Spiel, ein Derby sein. Ich hoffe, dass es dann auch trotzdem natürlich fair bleibt. Alles sportlich ausgetragen wird. Aber auf das kann man sich einstellen. Ein bisschen Vorfreude auf das Derby ist dann also doch zu spüren beim kleinen VfB. Trotzdem wird man in Cannstatt eine Niederlage gegen die Kickers eher verschmerzen können
als 3 Ligen weiter oben gegen Frankfurt. Ja, so ein Derby verspricht ja oftmals ein heißer Tanz zu werden. Eins ist auf jeden Fall schon mal klar, die Spieler müssen sich schon mal ziemlich bewegen, ansonsten droht wohl Einfriergefahr. Alles, was sie sonst noch zum Wetter wissen müssen, erfahren sie gleich. Ihnen noch einen schönen Freitagabend und wenn Sie mögen, bis morgen zum Regio-TV-Wochenrückblick. Tschüss, auf Wiedersehen. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Es hat sich herumgesprochen, dass eine Kältewelle kommt. Unterschätzen Sie die bitte nicht. Das, was da kommt, ist extrem und hat nichts mehr mit normalem Winterwetter zu tun. Und der Samstag ist der letzte milde Tag, bis einschließlich Mittwoch, der Februar, wird eiskalt zu Ende gehen. Dafür setzt sich in weiten Teilen Baden-Württembergs die Sonne durch. Richtung südliches Württemberg bleibt es anfangs noch trüb bei -3 bis +5 Grad. In Stuttgart gibt es auch noch mal leichte Plusgrade, anfangs ein paar restliche Hochnebelbatzen, die werden verschwinden und die Sonne setzt sich durch. Letztmals Plusgrade, am Sonntag sind wir dann schon bei Minusgraden, die sich auf der Haut wie unter -10 Grad anfühlen. Davon noch nicht genug, es geht noch weiter runter mit den Werten. Zu Wochenbeginn sinken die Temperaturen deutlicher in den Frostbereich. Dazu sind einige Wolken unterwegs und es fühlt sich noch eisiger an. Und erst mit dem Start in den März wird es ein bisschen milder.